sich zurechtzufinden in einem fremden Land. Dort, wo man sich nicht auskennt. Wir sehen das Tag für Tag in den Meldungen. Verstörte Gesichter. Menschen, die sich nicht auskennen, die die Sprache nicht sprechen, die nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Das ist uns seit Wochen und seit Monaten ein, man muss sagen, grausig vertrautes Bild. Dieses Bild und diese Wirklichkeit der, wie wir auch verräterisch sagen, Flüchtlingskrise, dieser neuen Völkerwanderung, hilft uns heute, wenn wir Kirchweihfest begehen. Der große Theologe Erik Petersen sagt das so, dass die Kirche zwischen der irdischen und der himmlischen Stadt ihre Existenz hat, das macht ihr Wesen aus. Also es dürften uns diese vielen fremden Gesichter in ihrer Art, wie sie an unsere Grenzen kommen oder durch unser Land ziehen oder hier eine neue Bleibe suchen, gar nicht so fremd sein. Denn sie erzählen uns etwas über unsere eigene Existenz als Kirche. Denn wir selber sind auch solche Art Flüchtlinge, Fremde hier. Wenn Sie mögen, und es ist nicht zu sehr theologisch, sondern Sie können es auch im künstlerischen Bereich nachspüren, dann können Sie im deutschen Requiem von Johannes Brahms dieses schöne Stück einmal nachhören, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Und Sie hören in diesem Stück die tappenden Schritte dieses Unterwegssein, dieses immer wieder aufbrechen müssen, nicht ruhen können, sondern immer wieder gehen, unterwegs zu sein. Das, was uns dazu hilft und was zusammenfließt in dieser Überzeugung, sind etwa die Worte, die wir aus dem Hebräerbrief hörten. Der Hebräerbrief, jenes große Schreiben des Unterwegs- und Fremdseins hier in dieser Welt, hin zu der Heimat, wo wir eigentlich hingehören. Ganz gleich, wie Paulus das sagt. Wir haben hier keine Bürgerschaft. Auch wenn etwa zur gleichen Stunde jetzt hier im Saarland unten im Staatstheater der große Staatsakt mit der Bundeskanzlerin stattfindet. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind nicht Bürger dieses Landes als Christen. Paulus sagt, unser Politeuma, unsere Bürgerschaft, unsere, wenn wir so wollen, Staatsangehörigkeit ist im Himmel, nicht hier. Und die Offenbarung des Johannes sagt es auch neu, diese neue Heimat, die uns geschenkt wird im Bild der Stadt, im Bild des Berges, in der himmlischen Versammlung. Was dort stattfindet in dieser himmlischen Versammlung, ist ein einzig großer Gottesdienst. Es ist der Gottesdienst des ganzen Kosmos, der alles mit einbezieht, die ganze Schöpfung, die Gestirne, alles, was es gibt. So ruft uns der Hebräerbrief zu, ihr seid hingetreten zu Tausenden, zu Myriaden von Engeln, zu einer festlichen Versammlung und zur Gemeinschaft der Erstgeborenen, die im Himmel verzeichnet sind, und zu Gott und zu Jesus. Wenn wir sagen, dass wir Kirche sind, wenn wir als Kirche sagen, wir feiern Liturgie und Gottesdienst, dann ist dies immer eine Ausrichtung auf jene Wirklichkeit, die nicht in ferner Zukunft liegt, sondern Gegenwart ist. Wir nähern uns wie Flüchtlinge in dieser Welt, dieser für uns zunächst fremden Stadt mit fremder Sprache, mit fremdem Benehmen. Und wir sollten uns auch nicht so aufführen, als wären wir da schon ohne weiteres zu Hause, denn wir sind und bleiben auf dieser Erde Pilger. Und wir sind auch dort in dieser Stadt, obwohl wir wissen, dass wir durch die Taufe dazugehören, zunächst noch fremd. Wie jene Menschen, die zu uns kommen, etwa aus Syrien, die kein Wort Deutsch sprechen, die nicht richtig wissen, wie man hier einkauft und wohin man sich wendet. Und dennoch, wenn sie den Weg hier zu uns oder in die anderen Kirchengemeinden finden, erfahren sie ein Stück jener Heimat. Das ist aber nicht die Heimat der Pfarrei oder der Kirche oder weil da ein netter Priester oder nette Schwestern oder andere nette Menschen sind, sondern es ist ein Stück der Wirklichkeit jener Heimat,
zu der wir alle unterwegs sind. Das ist das Wesen der Kirche, wie Petersen sagt. Das macht ihr Wesen aus. Und das ist zugleich eine große Ermutigung für uns, wenn wir darüber nachdenken, wie unser Gottesdienst auszusehen hat. Oder auch, wenn wir heute das 10-Jährige der Errichtung durch Bischof Reinhard feiern, warum es einen solchen Ort gibt. Wir bedürfen, das macht die Messfeier etwa deutlich, immer noch der Aufforderung zu diesem Gotteslob, das dort in der himmlischen Stadt eine Selbstverständlichkeit und ununterbrochen stattfindet. Wir werden gleich wieder aufgefordert, erhebet die Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Das ist alles das, was dort im Himmel schon stattfindet. Deshalb müssen unsere Herzen nach oben. Wir müssen in Kontakt, wir dürfen in Kontakt sein zu dieser Wirklichkeit des Lobes Gottes, die unsere Zukunft ist. Was wir in der Liturgie tun, und weshalb es auch gut ist, dass es einen solchen Ort hier gibt, ist eine Einübung in die neue Heimat, ist Inkulturation in den Himmel, ist eine wirkliche Integrationsarbeit, wie wir das für die Flüchtlinge immer fordern und sagen. Aber wir haben es uns ihr selber zu unterziehen. Jeder Gottesdienst ist eine solche Integration in die neue, in die bleibende Bürgerschaft, die wir wirklich haben. Die Mönche, deshalb haben wir an einem solchen Ort hier im Kloster am Rande der Stadt einige monastische Elemente. Man kann ja in dieses Kloster, man muss es immer wieder noch einmal sagen, man kann ja in dieses Kloster am Rande der Stadt nicht eintreten. Das heißt so, weil wir sozusagen den Grundrhythmus der Mönche leben, weil es nicht nur die Messfeier gibt, sondern jedes Gebet, wenn auch in unseren bescheidenen Ausmaßen, aber doch jedes Gebet eine solche Einübung und Einordnung, eine solche Inkulturation sein will. Es ist, wie das die Ostkirche sagt, ein ununterbrochenes Gebet, das im Himmel stattfindet und in das sich jeder, der sich auf diesen Grundrhythmus einlässt, immer neu einübt. Integration und Inkulturation, der die Flüchtlingsexistenz des Christen wachhält, die Fremdheit in dieser Welt und die uns davor bewahrt, uns allzu gemütlich in unsere Ghettos und Kuschelecken zurückzuziehen. Deshalb ist es gut, wenn auch die Kirche unseres Landes sehr wach ist und wach ist und auch manchen politischen Parolen und Strömungen widersteht, weil in ihr wach ist, dass sie selber fremd ist in dieser Zeit, in dieser Welt. Es ist gut, dass es einen solchen Ort gibt und viele Orte gibt, dass es Kirche gibt, die das Ziel nicht aus den Augen verliert. Jene geschenkte himmlische Heimat, der wir wirklich durch die Taufe angehören. Das Ziel nicht aus den Augen verliert und doch mit beiden Beinen auf der Erde steht, um die Pilgerwege zu gehen. Die uns zugemuteten Wege, aber wir gehen sie voll Hoffnung, weil wir wissen, es gibt diese Stadt, es gibt unsere Heimat und wir kommen ihr jeden Tag näher.